Moinsen, meine Freunde, willkommen zurück bei Let's Play Risen. Ich muss mir kurz aufschreiben, wie lange ich aufnehme. Das ist nämlich diesmal keine schöne Schnapszahl. So, kurz mein Schreibtischlämpchen anmachen. Es ist schon ziemlich düster. Ja, beziehungsweise in meinem Zimmer ist es düster. Naja, wir waren hier stehen geblieben und wollten uns der guten Patty nähern, um diese aus den bösen Klauen des Romanovs zu befreien. Also Romanov ist schon erledigt, aber die gute Patty muss noch gerettet werden. Nachdem wir das gemacht haben, haben wir schon alle guten Kristallscheiben zusammen. Wir haben storytechnisch schon einen verdammt großen Fortschritt gemacht. Kurz eine laute Soundkulisse hier. Die schöne Sonne mal wieder. Storymäßig sind wir, wie ich im letzten Video, ich glaube vor kurzem schon mal gesagt habe, nicht mehr nur bei 60, ich würde mal sagen bei 65%. Wenn nicht schon bei 70, also es fehlt nicht mehr allzu viel. Wir kommen echt gut voran. In diesem Video werden wir uns höchstwahrscheinlich überwiegend in dem Tempel aufhalten, den wir mit Hilfe der Kristallscheiben öffnen werden. Aber das werden wir selber später, zusammen feststellen. So, die gute Patty ist nämlich hier in diesem Zimmerchen versteckt. Da sitzt sie schon. Hallo Patty. Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Ja, aber. Na gut, du hast ja recht. Aber ohne die Seekarte waren unsere ganzen Mühen umsonst. Hier, ich habe Stahlbarts Seekarte erbeutet. Du hast sie. Na endlich. Jetzt wird alles gut. Weißt du eigentlich, wie wertvoll diese Karte ist? Naja, mir hilft sie im Moment jedenfalls nicht weiter. Auf dieser Seekarte hat mein Vater alle Inseln und Länder eingezeichnet, die er die letzten Jahre bereist hat. Meine Güte. Ich hätte nicht gedacht, dass er so weit herumgekommen ist. An jedem dieser Orte hat er genau wie hier auf dieser Insel einen Teil seines Goldes versteckt. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in die falschen Hände geraten wäre. Ich danke dir, mein Held. Bitteschön. Was ist mit dem Rest des Goldes aus Stahlbarts Schatz? Für mich die Karte. Für dich der Rest. Was sagst du dazu? Ich denke, damit kann ich leben. Du kannst auch noch das alte Haus meines Vaters haben, wenn du willst. Ich brauche es nicht mehr. Danke, das ist sehr großzügig. Ich weiß jedoch nicht, wie oft ich in der Stadt sein werde. Schade. Naja, mach, was du für richtig hältst. Es ist jetzt dein Haus. Dankeschön. Was wirst du nun machen? Ich denke, ich bleibe die nächste Zeit erstmal in meiner Kneipe. Es kann ja nicht ewig dauern, bis der Inquisitor wieder abzieht und der Hafen wieder frei ist. Wir werden sehen. Tja, das war's jetzt. Sieht ganz so aus. Naja. Hey, wenn du magst, komm doch einfach mal bei meiner Kneipe vorbei. Vielleicht kann ich noch das ein oder andere für dich tun, Werd's mir merken. Pass auf dich auf, Kleiner. Zeig mir deine Ware. Ja, Alkohol hat die natürlich auch hier dabei. Ist schon klar, Leute. Oh, zwei edle Schwerter. Gibt hier richtig viel Geld für. Geiziges Miststück, obwohl wir deren Leben gerettet haben. So, verkaufen wir alles hier. Joa, kommt doch ein schickes Sümmchen zusammen letztendlich, muss ich zugeben. Die Ringe haben wir auch zusammen. Ja. So. Inventar. Magie. Das geht mit Patty ab. Schnellreise zur Vulkanfestung. Lass mich überlegen. Nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Hafenstadt. Erstmal werden wir jetzt. Wir werden jetzt. Ah, damn it, Leute. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Wir werden in diesem Video noch ein paar andere Sachen machen müssen. Eine Sache. Ah, fällt mir jetzt gerade ein. Ich bin mal wieder mit den Gedanken woanders. Wir werden uns nochmal eben um die Quest mit den Vasallenringen kümmern. Das ist jetzt, wenn ich. Ich habe gerade. Ich überlege gerade, das müsste eigentlich ein ganz guter Schritt sein, momentan. Erstmal werden wir jetzt nochmal ein bisschen was die 10 Lernpunkte in die Nahkampffertigkeit stecken. Da habe ich aber jetzt auch eine gute Idee. Hahaha. Und zwar werden wir jetzt das Schwert aus
entrüsten. Und bezahlen jetzt nämlich weniger für die nächste Stufe. Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du den Schwung für deine Angriffe aus dem ganzen Körper holst, bist du schneller und hast mehr Kraft. Diese Kraft kannst du... Du meinst... Genau. Das kennen wir ja schon. Ende. Ja, sonst hätten wir nämlich 100 Gold mehr bezahlen müssen. Ist eigentlich eine ganz gute Idee, das so zu machen. So, jetzt können wir ja die guten Bastardschwerter auch einhändig... auch einhändig führen. Was uns nicht wirklich hilft, weil wir ja momentan abhängig davon sind, ja, dass dieser eine Punkt durch unser eben Nicht-Bastard-Schwert kommt. Das heißt, wir werden noch das nächste Level up in die Schwertkampffertigkeit stecken und ab dann nur noch in die Stärke-Werte. Ja, ich möchte eine Schnellreise zur Vulkanfestung machen. Ja, jetzt müssen wir nicht noch ein bisschen porten, ein bisschen laufen. Das wird jetzt alles noch ein bisschen anstrengend, aber kein Problem für uns, da bin ich mir relativ sicher. Okay, die sind schon alle hier versammelt, die ganzen Novizen. Naja. Naja. Wir gehen nochmal hoch in die Vulkanfestung. Mit unserer guten Lichtkugel. Geht doch nicht mit rechten Dingen zu, aber wirklich, ey. Hat der nicht? Hat der wirklich keine? Nee, hat er nicht. Ja, ich suche gerade nach Schriftrollen der Eile. Hat der echt nicht da. Schade. Du kannst von mir mal ein bisschen Prüll haben. Was ich alles so gefunden habe auf meinen anstrengenden Reisen. Dann brauchen wir noch ein paar Mana-Tränke. Ja, lustig ist halt wirklich an der Geschichte. Momentan reichen die kleinen Tränke für uns vollkommen aus. Wir brauchen noch keine größeren. Also werde ich auch kein Geld in größere Tränke investieren, solange wir die nicht brauchen. So, 48 Tränke sollten erstmal reichen. So, dann lass uns mal marschieren. Gehen Wald. Ja, wir müssen jetzt extrem weit laufen, aber es gibt leider keine bessere Rune. Obwohl? Oh, da müsste ich aber den Namen wissen. War das Ostküste? Nein, Ostküste war hier. Östlicher Tempel, irgendwie Ostküste. Nein. Südostküste könnte es theoretisch sein. Ich bin mir nicht sicher. Kann es theoretisch sein? Ich bin ganz unverbindlich. Ja, perfekt. Von hier aus ist es nicht allzu weit zu unserer guten Hütte mit dem guten Kerl, für den wir die Ringe gesucht haben, wer sich erinnert. Ja. Ist für meine Begriffe auf jeden Fall... Unsere Lichtkugel ist wieder verschwunden. Ist für meine Begriffe auf jeden Fall der kürzeste Weg. Erschlagt mich, wenn es nicht stimmt. Von der Vulkanfestung aus wäre ich auf jeden Fall weiter gewesen. Da wären wir jetzt im Leben noch nicht hier. Nee, war schon die richtige Entscheidung. Hallo, ich habe deine Ringe gefunden. Ich habe einem untoten Burgherrn diesen Vasallenring abgenommen. Er sieht genauso aus wie deiner. Dann könnte es tatsächlich mit meinem Ring zu tun haben, dass die Untoten mich aufsuchen. Zumindest ist das schon mal ein Hinweis. Oh Mann, hätte ich dieses verdammte Ding bloß nie angefasst. Such bitte weiter. Wo einer ist, sind bestimmt auch noch mehr. Scheint so, als ob nur untote Burgherren einen Vasallenring haben. Außer bei dir.
Habe ich sonst nirgendwo einen gefunden. Was kann das bedeuten? Ich vermute, dass dein sprechender Geist Patroskon den anderen Burgherren diese Vasallenringe gab, um sie damit kontrollieren zu können. Aber irgendwas ist dabei schiefgelaufen und hat sie allesamt zu Untoten gemacht. Was hab ich damit zu tun? Als du den Vasallenring gefunden hast, hat Patroskon versucht, Kontrolle über dich zu erlangen. Deswegen hattest du in der letzten Zeit immer nachts seine Stimme im Kopf. Oh Mann, wo bin ich da bloß reingeraten? Ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Du musst mir helfen, hörst du? Ich halte das nicht mehr lange aus. Ja, okay. Der hilft uns also erst weiter, wenn wir das alles gelöst haben. Ja. Wo ist der gute Patroskon? Das ist jetzt die Frage. Ich weiß, wo er ist, deshalb werden wir da auch jetzt direkt hinmarschieren. Ihr erinnert euch vielleicht noch, als wir zur Ostküste gegangen sind, um da den guten Gürger zu erschlagen, habe ich bei einem Eingang, der aussah wie eine Gruft, gesagt, das wird erst später für uns interessant. Jetzt sind wir an dieser Stelle angekommen, wo es für uns interessant wird. Und zwar befindet sich da der gute Patroskon. Also die Weitsicht ist krass. Da nochmal der brennende Vulkan. Der lodernde Vulkan. Ah, das ist cool, ey. Ihr wisst gar nicht, was in dem Vulkan drin ist. Das ist ganz lustig eigentlich. Das ist nicht nötig. Doch. Das ist nicht nötig. Also der Lichtzauber ist echt verbuggt. Das ist nicht nötig. Dass der jetzt nicht hier ist und dass wir den auch nicht neu wirken können, ist echt schade. Naja. So. Rein in die Katakomben hier. Ich hab Zeit. Meine Freunde, übertreibt doch nicht immer. So, so, so. Alles klar. Quicksave 3. Oh ja. Burgherr Patroskon. Frozen Burgherr Patroskon, um mich zu korrigieren. Lalala, zack. Oh, klar, durch und durch gezaubert. Schon klar. So, töte Burgherr Patroskon, sehr schön. Der hat dabei Skelett beschwören. Können wir noch gar nicht, das ist ja witzlos. Toll, dafür bin ich extra hingekommen. Schädelspalter. Nö. Okay, wir haben das Schild schon. Runenschild. Ja, deutlich bessere Werte, wie man sehen kann. Und sieht auch viel cooler aus. Und das werden wir jetzt auch benutzen. Ja, hier war der gute Thron des Patroskons. Haben wir den auch erledigt? Schade. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass wir den guten Skelettbeschwörenzauber benutzen können. Naja. Okay, dann auf zur Vulkanfestung. Alles klar, dann halt nicht. Quicksave und wir reden mit dem Inquisitor Mendoza. Eldrick wurde von Echsen gefangen. Echsen? Was für Echsen? Echsenmenschen mit Schwertern und Rüstungen. Mir ist egal, wer sich mir in den Weg stellt. Weißt du noch mehr über sie? Eldrick sagt, dass die Echsen einst über die ganze Welt herrschten. Das ist es also. Sei es, wie es will. Jetzt herrschen wir über diese Welt. Und was immer diese Bastarde auch vorhaben, ich werde es vereiteln. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Hier sind sie, alle 5 Scheiben. Darauf habe ich nur gewartet. Jetzt werden wir das Böse aus seinem Schatten vertreiben. Was ist mit den Magiern? Sie wollen die heilige Flamme beschützen. Zumindest behaupten sie das. Sprich du mit Ignatius. Vielleicht kannst du ihn umstimmen. Und beeile dich. Ich werde das Portal öffnen. Mit oder ohne Unterstützung der Magier.
Okay, die Magier wollen also nicht mitmachen bei der ganzen Aktion hier. Bei diesem Himmelsfahrtskommando.